Hallo und herzlich willkommen im Kaiserstuhl. Hat's also soweit geklappt, habe hergefunden und habe vor allen Dingen auch ohne Navi hergefunden. Habe mir zu Hause mal die Karte angeguckt und gedacht, ach, das kriege ich hin. Und hat funktioniert. Da bin ich immer sehr zufrieden. Demzufolge habe ich jetzt Oberwasser und freue mich jetzt, dass das so gut geklappt hat. So. Das war die inoffizielle Begrüßung. Jetzt nochmal die offizielle Begrüßung. Machen wir so rum. Hallo und herzlich willkommen im Kaiserstuhl. Das hier ist jetzt meine erste Patreon-Exkursion. Was ist jetzt bitte eine Patreon-Exkursion? Naja, die Sache ist die. Ich hatte mal behauptet, wenn $30, glaube ich, zusammenkommen an Einkommen durch Patreon, ne? Dann kann ich diese $30 investieren, um einmal im Monat einen kleinen Ausflug zu machen, mit Kamera natürlich, an irgendeinen speziellen Ort. So, und jetzt hat sich ergeben, dass es natürlich erstens mal weit über $30 geworden sind und zweitens, ja, das ist heute, ne? Also vielen herzlichen Dank an meine Patronen und Patroninnen. Und das, was es heute gibt, ist der Geofahrt Eichstätten. Steht hier. Ne? Dem bin ich mal vor Jahren mit meiner damaligen Angebeteten gelaufen. Und jetzt muss ich mir hier noch ein Foto von der Karte machen, damit ich dann auch eine Karte dabei habe. Das finde ich eigentlich immer ganz interessant. Ne? Wenn man faul ist in Sachen von Karte ausdrucken, in Sachen Karte mitnehmen, will nicht extra eine kaufen. GPS ist ja immer noch sowas. Ja, irgendwann brauche ich das mal, aber ich mache mir halt wirklich einen Spaß draus, aus einem gewissen Suchen. Der Weg ist aber auch hervorragend markiert, trotzdem mache ich mir jetzt einfach ein Foto von dieser Karte. Das ist halt so quasi dieser kleine Trick, wenn man eine Digitalkamera hat, die ein Display hat, kann man sich am Eingang eines Wanderwegs die dort angebrachte Karte, ist ja bei fast jedem Wanderwegportal irgend so eine Karte da, einfach abfotografieren, dann hat man auch eine grobe Karte für unterwegs und muss vorher nichts aus dem Internet ausdrucken oder aufs Handy laden oder sonst irgendwas machen, ist meiner Meinung nach die einfachste Lösung. So, das machen wir mal schnell und dann geht's los. So. Zwar ist heute gutes Wetter angesagt, weshalb ich heute unterwegs bin. Das Problem ist allerdings, es gibt Wind. Und ich probiere mal die integrierte Rausch, also Windgeräuschunterdrückung meiner Kamera und hoffe, dass das was bringt. So, im Übrigen stehe ich hier an einer Löss-Steilwand, die allerdings nicht natürlichen Ursprungs ist. Interessant ist jetzt allerdings, dass hier offensichtlich irgendjemand sich da eine Behausung reingebuddelt hat. Das wird also wirklich wahrscheinlich eine Tierhöhle sein, in der irgendwer gewohnt hat oder wohnt. Das ist auch schon so ein wichtiges Charakteristikum am Kaiserstuhl. Viele, viele Lösswände quasi überall. Da drüben kann man sie natürlich auch sehen, ne? Und solche Steilwände, die sind halt unglaublich praktisch für alle möglichen Viecher, die in sowas gerne wohnen, ne? Insbesondere, wenn es sich um ein Material handelt, in das man gut reingraben kann, und das ist bei Löss der Fall. Ich erzähle euch zu Löss noch jede Menge ausführliche Informationen. Löss ist so ein bisschen mein Lieblingsausgangsgestein. Das ist jetzt allerdings ein bisschen arg Mainstream, wird jetzt eventuell der Geologe anmerken, weil jeder Depp hat Löss als sein Lieblingsausgangsgestein. Ne? Das ist ungefähr so, wenn du einen Bushcrafter fragst, was sein Lieblingsbaum ist. Die Birke. Das mag ja aus innerer Überzeugung kommen, ja, aber die Birke ist logischerweise bei jedem der Lieblingsbaum, weil man mit dem Teil so viel anstellen kann. Ne? Und so ähnlich ist das, wenn ich jetzt sage, dass der Löss mein Lieblingsausgangsgestein ist. Ne? Also total Mainstream und langweilig. Aber das Gute ist, ich bin ja auch kein Geologe, sondern bloß so ein Universal-Wald-Dilettant. Ne? Oh, jetzt hört der Wind auf. Ja, das ist ja praktisch. Ich fürchte, der kommt früher oder später nochmal wieder. Spätestens, wenn wir oben auf dem Berg sind. Der Kaiserstuhl ist ein Mittelgebirge. Liegt
für diejenigen, die ihn jetzt gerade nicht so ganz zuordnen können, mitten im Oberrheingraben auf Höhe Freiburg, also sozusagen vor Freiburg. Freiburg schmiegt sich zum Teil schon so ein bisschen ins Dreisamtal. Und über Freiburg ist auch ein Überqueren des Schwarzwalds relativ gut möglich. War also schon immer eine wichtige Stadt, weil halt eben an einer wesentlichen Passstraße über den Schwarzwald gelegen. Und vor Freiburg befindet sich eben dieser Kaiserstuhl. Also quasi ein Gebirge innerhalb des eingebrochenen Gebirges, das mal zwischen Vogesen und Schwarzwald gelegen hat. Ne? Das war mal früher, und zwar, ist noch gar nicht so lange her, war das ein großes Gebirge durchgehend, Vogesen und Schwarzwald. Und dann ist halt der Rhein eingebrochen. Beziehungsweise genau genommen ist eigentlich das Gebirge eingebrochen und dann ist der Rhein durchgeflossen. Ist ja nicht so, dass der Rhein vorher das Gebirge hochgeflossen ist und es dann zum Einsturz gebracht hat. Auch wenn das lustig wäre. So, und aus irgendwelchen Gründen gibt es jetzt in dieser insgesamt sehr flachen Landschaft, so rund um den Rhein, also nicht rund drumherum, eher entlang des Rheins, plötzlich ein Gebirge, was da irgendwie total separat von allen anderen Gebirgen, nämlich Vogesen und Schwarzwald, plötzlich einfach so in der Landschaft steht. Wie kann das sein? Wo kommt jetzt auf einmal dieses Gebirge her? Ist da irgendwas nicht richtig eingebrochen beim Einbrechen? Zum Teil auch. Denn ich muss entweder weniger erzählen oder langsamer laufen. Aber es ist gerade eh zu viel Wind. Ich warte mal, bis ich über die nächste Kurve bin. Aber die Aussicht wird schon zunehmend interessanter. Im Hochschwarzwald liegt natürlich Schnee. Also das da hinten ist der Südschwarzwald. Die höchsten Berge Deutschlands außerhalb der Alpen. Ja, auch höher als der Brocken, für die Brockenfans unter uns. Apropos Höhe, der Kaiserstuhl hingegen ist aus, naja, Hamburger Sicht ist das ein ordentliches Gebirge, enorme Höhe. Aus Sicht eines Garmisch-Partenkirchners ist das eine lächerliche Anhäufung von Hügeln. Ne? Der Totenkopf, das ist hier der höchste Berg, der ist, glaube ich, 500, lass mich lügen, 40, irgendwie sowas. Also jedenfalls keine 550. Irgendwas zwischen 500 und 550 wird da groß sein. Ja, scheiß Wind, meine Güte, kann ich nicht mal Glück mit dem Wetter haben. Regnen wird es heute nicht, aber mit Wind, naja, man kann halt nicht alles haben, ne? So. Also versteht mich nicht falsch, im Grunde mag ich Wind. Ich stehe sehr auf Wind. Nur wenn er mir halt in die Kamera pustet, dann geht er mir auf den Keks. Sonst mag ich ihn sehr. Es ist auch noch zu wenig Wind, dass ich meinen Hut noch nicht befestigen muss. Das ist eigentlich so mein Lieblingswind. Wenn der Wind so stark wird, dass er mir den Hut wegwehen kann, dann wird er nervig, weil dann muss ich mein Hutband unter das Kinn klemmen und das ist nicht so bequem wie Hut ohne Hutband. Ne? Jetzt müsst ihr wissen, das ist auf diesem Wege, das ist hier der Geopfad. Ne? Und der heißt nicht umsonst so, weil es gibt hier unterwegs immer mal wieder irgendwelche Hinweisschilder, in denen man halt zu bestimmten Besonderheiten des Kaiserstuhls informiert wird. Dazu gibt es zum Beispiel so ein Schild. Ne? Und da kann man dann nachlesen, was für eine Besonderheit es hier gibt. Das ist auf jeden Fall eine schöne Ergänzung einer Wanderung und ist für jedermann ganz lustig, würde ich auf jeden Fall mal meinen. Und da kann man sich ein bisschen weiterbilden. Praktisch ist es jetzt natürlich, wenn man mich dabei hat, so wie ihr, weil ich kann da immer noch ein bisschen mehr erzählen als diese paar Zeilen, die auf den jeweiligen Schildern draufstehen. Also das hoffe ich zumindest, dass ich das kann. Das weiß ich ja zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber ja, ein bisschen was fällt mir, denke ich, im Regelfall sicherlich ein. So, und den ersten Punkt, Station 1 von 13, die hier mit Schildern versehen sind, die ich auch alle abarbeiten möchte, ist der Lössstollen. Das ist natürlich ein bisschen didaktisch unklug, dass der als allererstes kommt. Der ist fast schon für viele Leute sicherlich ein Highlight. Und ich zeige euch mal schnell, wieso.
Weil wenn ich hier jetzt hochsteige und mich umdrehe, und mir fällt zu diesem Zusammenhang ein, dass ich in meinen Videos noch nie eine Höhlenbesichtigung gemacht habe. Ne? Auch sowas, was jeder Outdoor-YouTuber früher oder später offensichtlich mal machen muss. Und zu diesem Zwecke habe ich extra für die ersten Meter, weil ich wusste, der Löschstollen kommt relativ früh, meine Taschenlampe griffbereit. Und das heißt, wir betreten jetzt das Dunkel. So, jetzt ist er auch schön hell. Los geht's. Jetzt könnte ich natürlich die Windrauschenunterdrückung zu diesem Zwecke abschalten. Aber das Ding ist scheiße niedrig. Aber das mache ich jetzt halt doch nicht, weil... Moment, habe ich noch mehr Licht? Nein, habe ich nicht. So, das ist... Entschuldigung. Besser wird's nicht. Ja, man kann da hinten eventuell, ich weiß nicht, wie weit man das auf der Kamera sieht, auch schon das Ende erkennen. Ja, sieht man. Und das ist eigentlich jetzt nicht so spektakulär, aber ihr seid hier ja auch nicht drin. Also wenn man hier drin ist, ist das erheblich spektakulärer. Und ich muss sagen, dieser Stollen, der macht schon richtig Spaß und Freude. Und hier hat jemand gebuddelt. Und wie kommt so ein Stollen zustande? Naja, schon mal nicht durch natürliche Ursachen. Und hier ist er auch entsprechend zugeschüttet worden. Ursprünglich war der mal länger. Und wer mag, kann ja jetzt vielleicht mal... Hier, da kannst du Weihwasser schöpfen. Sieht tatsächlich aus wie so, was weiß ich. Vielleicht war das auch mal eine Lichtnische oder jemand hat einfach Lust zu graben. Tatsache ist, in Löss ist relativ einfach graben. Das heißt, ich könnte hier theoretisch auch irgendwelche kleinen Nischen und Seitengänge hinbuddeln. Ich bin hingegen, oder ja, man kann sich auch entsprechend namentlich verewigen. Aber ich bin hingegen nicht so blöd, dass ich in dem Stollen rumbuddel, der nicht gestützt ist. Ne? Ihr seht hier nirgendwo Stützpfeiler, in dem ich gerade stehe. Aber wir haben es hier mit Löss zu tun. Das darf man auf keinen Fall vergessen, wenn man jetzt Angst kriegt in diesem Stollen. Denn Löss ist ein, ja deswegen auch mein Lieblingsausgangsgestein, weil es halt einfach ein wunderbares, tolles Material ist, eben gerade zum Anlegen von solch lustigen Stollen, von irgendwelchen geländeverändernden Maßnahmen. Das kann man mit Löss alles ganz, ganz, ganz hervorragend machen. Und da muss ich jetzt die Spannungskurve erhöhen, indem ich sage, dazu erzähle ich dann nachher noch ein paar Takte mehr. Jetzt haben wir den Stollen jedenfalls erstmal besichtigt. Und wozu der Stollen gut ist, das kommt auch gleich. Licht! Oh. So, bevor ich jetzt noch was zum Stollen erzähle, muss ich noch zu Ende führen, was ich da eben angefangen hatte, auf dem windigen Hügel. Nämlich, wo kommt jetzt auf einmal dieser Kaiserstuhl her? Hier mitten in der Oberrheinebene. Ne? Also ihr müsst wissen, falls ihr es nicht wisst, das ist quasi von ja, ungefähr Basel hoch bis ungefähr Höhe Karlsruhe, ne? Ein großer Graben. Ein sehr breiter Graben und der liegt quasi zwischen Schwarzwald auf der östlichen Seite und Vogesen auf der westlichen Seite. Und dann in der Mitte, also abseits der Gebirge und abseits des Fußes der Gebirge, ist es im Prinzip eine durchgehend flache Landschaft. Total flach. Bis auf so ein ganz, ganz, ganz paar Hügelchen, die es dazwischen gibt, die dadurch entstanden sind, dass beim Einbrechen dieser dieses Grabens so manche Teile des ganzen Materials, was da nach unten gerutscht ist, ein bisschen höher stehen geblieben sind als die Umgebung. Dadurch kommen also wirklich vergleichsweise sehr kleine Hügelchen zustande. Ich versuche mal die Kamera aus dem Wind zu halten, ich weiß nicht, inwiefern das funktioniert, die aber in keinster Weise mit der Höhe und dem Ausmaßen des Kaiserstuhls zu vergleichen sind. Trotzdem sind diese kleinen Hügel schon eine Besonderheit und durchaus auch interessant, auch geologisch, aber ja, mehr auch nicht. Hingegen der Kaiserstuhl, der ist ja wie gesagt 500 noch was Meter hoch. Das ist schon
eine Höhe, die man auf diesem Wege dann plötzlich nicht mehr erklären kann. Wo kommt jetzt also auf einmal dieses Gebirge her? Und dafür müssen wir uns jetzt mal Gedanken machen, warum zum Geier ist denn bitteschön überhaupt das Schwarzwald-Vogesen durchgehend Gebirge, das es mal gegeben hat, überhaupt in der Mitte eingebrochen. Was ist denn da passiert? Jo, und da haben wir ganz einfache Erklärungen für, nämlich sind da zwei Kontinentalplatten, ganz vorsichtig ausgedrückt. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt irgendwelche Sonderfälle von eigentlichen richtigen Kontinentalplatten sind, da kenne ich mich jetzt zu wenig aus. Aber Tatsache ist jedenfalls, dass hier zwei Erdplatten auseinandergedriftet sind und damit ist in der Mitte ein Riss entstanden. Und dieser Riss, der ging halt quasi längs durch dieses Gebirge. Also inzwischen habe ich nochmal nachgelesen und zwar haben sich dann nicht zwei einzelne Platten auseinander bewegt, sondern eine vorhandene Platte hat sich quasi gedehnt und ist durch dieses Dehnen immer dünner geworden in der Mitte und da wo sie immer dünner geworden ist, gab es dann weniger Material und demzufolge ist da quasi dann auch so eine Art Riss entstanden. Also die Ursache bleibt gleich, wie wenn da eben zwei Platten auseinanderdriften würden, zumindest ganz grob erklärt für den geologischen Laien, das bin ich ja selber auch. Und die Folge ist halt eben dann, dass das Zeug da quasi in diesen Graben reinbricht bzw. reinrutscht. Aber streng genommen, also dass das nochmal klar ist, sind hier keine richtigen Kontinentalplatten auseinandergedriftet. Das wusste ich auch nicht mehr so genau, beziehungsweise dazu gibt es wohl auch neuere Forschungsergebnisse, die mir noch nicht bekannt waren bis zum jetzigen Zeitpunkt. Und eben dementsprechend, gut, wenn da jetzt ein Riss drunter ist, wo muss dann der ganze Boden hin? Natürlich nach unten. Und da ist halt sämtliches Gestein dementsprechend nach unten eingebrochen. Besagter Riss war also auf jeden Fall groß genug, um halt eben diesen größeren Einbruch zu verursachen. So, und jetzt ist es ja so, wenn irgendwo die Erdkruste auseinanderdriftet, dann kann da nicht nur was reinfallen, sondern da kann auch was rausblubbern. Ne? Und damit haben wir dann auch erklärt, wo der Kaiserstuhl herkommt, nämlich der ist vulkanischen Ursprungs. Und zwar ein relativ junger Vulkan, also diese Landschaft ist nicht besonders alt. Der Oberrheingraben-Einbruch ist auch noch nicht so lange her. Ich will euch jetzt gar nicht mit den genauen geologischen Zeitdaten nerven. Das vergisst man sowieso wieder. Aber jedenfalls eher jung. So, und gerade eben dieser Vulkanismus, der ist auch noch nicht völlig erloschen und wir haben hier in der Region auch häufiger mal kleine Erdbeben, die eben noch so aus so diversen kleineren Bewegungen eben von genau dieser Spalte, in der wir quasi alle wohnen, entstehen. Also es ist zu Lebzeiten von uns oder unseren Enkeln oder Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkeln nicht damit zu rechnen, dass hier mal wieder ein neuer Vulkan irgendwie ausbricht, rein technisch gesehen. Und wenn man lange genug wartet, wäre das allerdings durchaus vorstellbar, dass man früher oder später irgendwo ein zweiter Kaiserstuhl in der Oberrheinebene hochblubbert. Ne? Aber wie gesagt, vermutlich, ganz, ganz wahrscheinlich wird das noch eine große Weile dauern. Der Kaiserstuhl besteht also geologisch ganz ultra grob unterteilt aus diesem Sockel, also Sedimentgestein, der beim Einbrechen der Oberrheinebene entstanden ist, na, wie die anderen kleinen Erhöhungen, die wir halt eben in dieser flachen Landschaft haben, einfach durch ein bisschen was ist ein bisschen höher als der Rest beim Einbrechen. Ne? Da ist einfach ein Zipfelchen sozusagen übrig geblieben. Das wurde natürlich im Lauf der Jahrtausende schon ein wenig eingeebnet. Da ist die Erosion drüber gegangen, da hat es drüber geweht, da hat es drauf geregnet. Das ist weniger geworden. Auch der Kaiserstuhl war ursprünglich bestimmt mal 200, 300 Meter, eventuell höher, auf jeden Fall mehrere hundert. Soweit habe ich das gelesen. Wie viel das genau waren, habe ich jetzt nicht recherchiert. Jedenfalls, dieser Sockel an sich, der würde halt reichen, um hier wirklich einen kleinen Hügel in die Landschaft zu zaubern. Durchaus vielleicht einen steilen kleinen Hügel, aber trotzdem wirklich nur einen kleinen Hügel, nicht ein ganzes Mittelgebirge. Auch wenn es ein kleines Mittelgebirge ist. So, und dann haben wir eben die zweite Komponente, wie schon erwähnt, dass es hier dann mehrere Vulkane gegeben hat, die hier entsprechend ausgebrochen sind. Wer übrigens hier irgendwo nach einem Vulkankrater sucht, wird keinen finden. Das waren sozusagen Randvulkane um das Gebirge drumherum, deren Seite ins Innere des Gebirges
immer abgebrochen ist und quasi nach innen reingefallen ist, weshalb sich dann innen das Material aufgehäuft hat. Wir haben also keinen einzelnen Krater oder können keine einzelnen Krater ausmachen, weil es die immer nur am Rand gab und sie immer sein Zeug nach innen geschmissen haben und somit quasi ihren eigenen Haufen quasi immer höher angelegt haben. Ganz vorsichtig ausgedrückt, mit ganz, 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 ganz viel Vereinfachung. Ja, aber das ist jedenfalls der vulkanische Ursprung. Gerade durch diese spezielle Situation mit dem Oberrheingrabenbruch haben wir hier auch gerade von den magmatischen Gesteinen her, den Vulkaniten her, eine unglaublich diverse Zusammensetzung. Und hier gibt es Sachen, die gibt es nirgendwo sonst. Insbesondere in diesem räumlichen Miteinander und in dieser Nähe zueinander ist das absolut einmalig weltweit und für Geologen ist das hier quasi das Eldorado. Man kann hier forschen noch und nöcher und sich Zeug angucken, bis du überhaupt nicht mehr kannst. Das ist so ungefähr so, wie wenn du mich in den Regenwald stellst. Also so muss das für Geologen sein, wenn man sie in den Kaiserstuhl abstellt, habe ich mir sagen lassen. Auch botanisch ist das hier natürlich ein Eldorado für seltene Arten, die es sonst deutschlandweit entweder gar nicht oder nur in ganz, ganz ultimativ kleinen Ausnahmesituationen gibt. Ich kenne hier natürlich auch längst nicht, auch nicht mal ansatzweise, sämtliche Pflanzen. Unter anderem haben wir hier auch durch diese spezielle Lage Deutschlands einzigen natürlichen Pflaumeneichenwald. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Die muss ich auch nochmal an einer anderen Stelle ein wenig ausführlicher erklären. So, jedenfalls das dritte Gestein, was wir hier antreffen können. Es ist definitionsgemäß ein Ausgangsgestein, wobei man sich da natürlich scheinbar immer noch streitet, habe ich mir sagen lassen, ist dann eben dieser Löss. Und der Löss ist halt das, in das man so prima solche Stollen hier reinbuddeln kann. So, und damit kann ich jetzt noch ein paar Takte zum Stollen verlieren. Warum gibt es hier jetzt diesen Stollen? War da jemand langweilig? Nö, nicht ganz. Früher, ne, man sieht ja hier hinten ist so ein Hügel, also dieser Stollen ist in eine Steilwand reingegraben. Und früher gab es keine Verbindung zwischen Dorf, da hinten, Eichstätten, und den höher gelegenen Ebenen, auf denen man seinen Wein herangezüchtet hat. Früher heißt 1920, da ist nämlich dieser Stollen angelegt worden, quasi als Alternative zu einer Straße, die außen rum führt, ein Weg mitten durch den Berg. Der muss früher wohl noch breiter gewesen sein und man wird mit einem Pferdefuhrweg direkt durchfahren haben können, irgendwie. Setzt euch den Satz so zusammen, dass es stimmt. Und gemündet ist dieser Stollen dann nach 50 Metern, heute ist er noch 35 Meter lang, in den Lösshohlweg und kam da dann wieder, genauso wie hier quasi, aus so einer Steilwand raus. Und damit ist er dann relativ bequem und mit vielen Metern sparend quasi auf seine höher gelegenen, ich weiß nicht, wie man das nennt, Acker? Wie nennt man eine Weinrebenplantage? Das weiß ich nicht. Da weiß ich echt nicht, wie man dieses Stück Land, auf dem der Wein wächst, nennt. Vielleicht weiß das jemand. Naja, jedenfalls, da ist er dann besser hingekommen und hat da viele, viele, viele Meter gespart. Wie viele genau, weiß ich nicht. Eben durch das Anlegen dieses Stollens. Und solche Stollen sind wirklich sehr, sehr, sehr einfach zu buddeln. Ihr habt es ja drinnen im Stollen gesehen. Jeder, der Lust hatte, hat sich da in der Wand seine eigene kleine Nische hingegraben oder sich da irgendwie im Material verewigt. Trotzdem hält das Ganze. Dieser Stollen ist jetzt 97 Jahre alt. Oder? Ja, 97 Jahre alt. Und da ist nichts von sich aus eingebrochen, weshalb der hinten verschüttet ist. Liegt einzig und allein daran, dass man bei einer Flurbereinigungsmaßnahme, auch nochmal so ein Thema, wo man im Kaiserstuhl ganz viel drüber reden kann, diesen Lösshohlweg da hinten, in dem er ursprünglich gemündet hat, zugeschüttet hat. Und dabei sind halt gleich noch 15 Meter Stollen sozusagen mit zugeschüttet worden, weil man da eine größere Erdmassenbewegung durchgeführt hat. Bis dahin war dieser Stollen begehbar und ist wohl wirklich nie nennenswert eingestürzt. So, und jetzt noch ein Sicherheitshinweis. Da hinten auf dem Schild steht, aus logischen, nachvollziehbaren Gründen, dass dieser Stollen nur zum von außen angucken und zum Reingucken gedacht ist, nicht zum Reinlaufen. Das ist aus Sicherheitsgründen natürlich verboten. Normalerweise halte ich mich an sowas ja gern, aber ganz ehrlich, also es gibt Grenzen. Also da musste ich jetzt unbedingt mal reinschauen. Und wie gesagt, das Ding hält seit 97 Jahren ohne einen einzigen Stützpfeiler.
Das wird auch noch eine ganze Weile weiterhalten, einfach wenn man sich über die geologischen bzw. eher bodenkundlichen Eigenschaften vom Löss so ein bisschen auskennt. Ne? Was ich euch auch noch erzählen werde, aber jetzt nicht mehr hier. Jetzt möchte ich erstmal weiter.